Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Recherchenotizen. Was vor ein paar Tagen als Museumsdiebstahl begann, ist zu einem brutalen Angriff auf die Stadt geworden. Und es gibt mehr und mehr Verluste. Nach der beinahe Hinrichtung von Magia Don Hammerhead wurde Captain Yuri Watanabe zwangsweise beurlaubt. Quellen zufolge sagte sie, das hält mich nicht auf. Notiz, später weiterverfolgen, das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. In der Zwischenzeit wurde der für tot erklärte Hammerhead wiederbelebt und konnte aus der Gefangenschaft entkommen. Die Polizei fahndet nach ihm, hat aber keine Spur. Seinen Männern geht es weiterhin um Sable-Waffen und Fahrzeuge, sowie um etwas namens Projekt Olympus. Soweit wir wissen, ist Projekt Olympus ein von Oscorp und Sable finanziertes Projekt. Bio-Verbesserungstechnologie, die Menschen zu unzerstörbaren Supersoldaten machen soll. Hammerhead ist skrupellos und verrückt. Und jetzt offenbar auch unzerstörbar. Eins nach dem anderen. Es geht darum, Hammerhead zu finden. Die Frage ist, was tun wir, wenn wir ihn gefunden haben? Hey MJ, ich folge der Polizei zu einem Oscorp-Werk. Offenbar sind Hammerheads Leute wieder da. Gibt es was Neues zu Yuri? Noch nichts. Du vermisst sie, oder? Ja, wir waren ein gutes Team. Ich meine nicht wie du und ich, aber... naja. Ich weiß. Hör zu, ich habe eine Quelle bei Oscorp. Sie steigern die Produktion dieser Projekt Olympus-Ausrüstung. Darum greifen Hammerheads Männer vermutlich die Fabrik an. Der Olympus-Vertrag läuft mit Sable International. Er gehört zu einem Deal mit Osborn während der Teufelsatemkrise. Die gesamte Ausrüstung soll ins Ausland verschifft werden. Nach Symkaria. Symkaria, Silver Sables Heimatland. Und Schauplatz eines immer blutiger werdenden Bürgerkriegs. Hast du davon gehört? Nein, ich habe die internationalen Krisen nicht verfolgt. Ich war mit unserer eigenen hier in New York beschäftigt. Ist eine irre Geschichte. Ich kläre dich auf, wenn wir mehr Zeit haben. Ja, es wäre schön, mal über etwas anderes als Hammerhead zu reden. Was hältst du von Urlaub, wenn diese Geschichte vorbei ist? Urlaub? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ja, geht mir auch so. Aber ernsthaft, wir könnten es brauchen. Ich fange schon mal an zu planen. Sag mir Bescheid, was bei der Oscorp-Fabrik passiert. Mach ich. Moment mal. Ist das ein Tanzwettbewerb? Das liebe ich. Ich bin dran. Diese neue Panzerung ist schon cool. Aber eure verzweifelten Gangster-Outfit-Versuche waren auch nett. Ihr kommt immer direkt zum Punkt, was? Und seid ihr alle so richtig befreundet oder nur Kollegen? Wisst ihr, euer Unternehmen ist so rasend schnell gewachsen. Vielleicht kennt ihr euch nicht mal. Falls dem so ist, lasst mich das schnell ändern. Vinny, das ist Vinny. Vinny, Vinny. Warum lacht denn niemand? Moment, vielleicht lacht ihr auch nicht, weil ihr wirklich alle Vinny heißt. Falls ja, schön dich kennenzulernen, Vinny. Und Vinny. Und alle anderen Vinny. Na los, Spider-Man! Spielen wir Polente retten! Oh, wie unhöflich! Dieser Kerl mit dem Jetpack wird bestimmt nichts Gutes im Schilde. Ich muss ihn finden. Oh, hallo, Hinterhalt-Gang! Wo ist euer Kumpel hin? Keiner redet, was? Vielleicht könnt ihr mich wegen der Jetpacks nicht hören. Coole Jetpacks, Jungs. Wo kriegt man die denn her? Lasst mich raten. Die sind vom Laster gefallen, ja? Wisst ihr, statt immer alles zu stehlen, solltet ihr euch selbst mal was ausdenken. Das ist emotional viel befriedigender. Vielleicht werdet ihr da nicht immer so wütend. Macht die fertig! Dass ich dich da oben nicht erwische? Richtig erwischt!
Verletzung, kleiner Mann! Na, macht's Spaß? Hey, hey, hey! Komm ruhig näher, ich warne dich! Ist das eine normale Warnung oder so eine Rotlicht-Warnung? Ist das dir? Nein, aber wäre toll, wenn's so wäre. Alles okay? Ja. Ja. Lang nicht gesehen. Für wen arbeitest du? Er arbeitet für Hammerhead. Wo ist dieser Hammerhead? Hey, hey! Können wir das nicht ganz normal bei einem Kaffee besprechen? Übrigens, ich mag dein neues Hovercrafting. Sag mir alles, was du weißt. Ohne Waffe vor der Nase ginge das besser. Du hast 3 Sekunden. Steck die Waffen weg und... 1. Muss das denn wirklich sein? 2. 6, 9, 7 und 11. 3. Sable, du wirkst etwas gestresst. Vielleicht hilft der Tiefenatmung. Ein, aus, ein, aus. Sag mir, wo Hammerhead ist. Wenn ich das wüsste. Aber wir könnten ihn gemeinsam suchen, statt uns zu bekämpfen. Gemeinsam? Niemals. Was habe ich dir getan? Moment, hörst du dir etwa Jamesons Podcast an? Du solltest der Beschützer dieser Stadt sein. Aber du hast zugelassen, dass dieser Hammerhead meine Ausrüstung stiehlt. Ich habe nichts zugelassen. Ich versuche, diese Diebstähle zu stoppen. Dann versagst du gerade auf ganzer Linie. Oh, das tut weh. Aber stimmt schon. Wer weiß, vielleicht steckst du mir die Mutter eine weg. Wow, jetzt bin ich beleidigt. Ich kenne dich nicht. Offensichtlich. Und ich traue dir nicht. Also halt dich da raus oder trage die Konsequenzen. Mich raushalten, während du was tust? Hammerhead finden und... Viel Glück dabei. Der stirbt nicht so leicht. Wir werden sehen. Verdammt! Was ist passiert? Ich dachte, du bist ein guter Kerl. Ich bin gut in meinem Job. Aber ich bin kein Kerl. Übersetzungsfehler, schätze ich. Was ist denn mit Danke mir, indem du nicht stirbst? Hey MJ, rate, wer wieder da ist. Silver Sable, ich weiß. Woher weißt du das? Es ist mein Job, sowas zu wissen. Sie ist wohl hier, um Hammerhead am Diebstahl ihrer Lieferung zu hindern. Vielleicht könntet ihr euch zusammentun. Ja, das ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich. Okay, ich sehe mir weiter Hammerheads Pläne an und melde mich, wenn ich etwas Forderndes finde. Spider-Man ist ein Versager. Man sollte denken, das macht mich glücklich. Und das ist auch so, in gewissem Maße. Doch heute bin ich müde. Ich kann diese sinnlose Gewalt auf unseren Straßen nicht mehr ertragen, die unser Maskenmann nicht beenden konnte. Er konnte Hammerhead und seine Leute nicht stoppen, die jetzt mit gestohlenen Sable International Waffen mehr Chaos denn je anrichten. Und was Sable angeht, Missmacht, Missbrauch. Sie ist wieder New York, an Bord eines schicken Flugdings. Wo war das eigentlich, als die Stadt unter dem Terror von Merton Lee und Otto Octavius erzitterte? In irgendeinem Lager, als Staubfänger. So schade, dass sie und Spider-Man sich nicht gegenseitig erledigt haben. Zum Wohle aller. Hey Peter, ich wollte mich mal melden. Hast du zu tun? Ja, schon. Wie läuft's mit den Aufgaben? Meinst du Hausaufgaben oder Spinnenaufgaben? Beides, aber Schule geht vor. Die Schulsachen sind fertig. Ich sitze gerade in den Spinnenaufgaben, aber... Warum lässt du mich Physik und Analysis büffeln? Sollte ich nicht mit Netzschießern und Geräten und so üben?
Okay, Quizfrage. Wenn ein Pendel 40 Meter lang und in einem Winkel von 45 Grad befestigt ist, wie tief fällt es an seinem tiefsten Punkt? 1172 Meter. Ist das wichtig? Es ist sehr wichtig, wenn du das Pendel bist. Was? Oh, warte, du rechnest das alles im Kopf aus? Ich meine, während du durch die Stadt schwenkst? Das muss ich. Und du auch, wenn du gut darin werden willst. Oh, das wusste ich nicht. Okay, dann mache ich lieber weiter. Hey, MJ, was gibt's? Hammerheads Jungs greifen ein Oscorp-Versandzentrum bei Seaport an. Okay, ich mach mich auf den Weg. Eine Frage. Wir wissen, dass Hammerhead die meisten Sable-Waffen schon hat und die Ausrüstung, die Polizei hatte. Jetzt klaut er Sable-Technologie, die nach Symkaria soll. Wo lagert er das ganze Zeug? Keine Ahnung. Aber wenn wir es rausfinden, hat er nichts mehr davon. Ich werde mir die Aktivitäten seiner Männer mal auf der Karte anschauen. Vielleicht sticht ein Ort heraus. Guter Plan. Hey, ich habe mich über die Situation in Symkaria informiert. Der herrschende Diktator greift sein eigenes Volk an. Silver Sable hat die Rebellen im Alleingang bewaffnet und schlägt zurück. Aber sie verliert. Klingt, als könnte sie das Zeug brauchen, das Hammerhead ihr klaut. Das erklärt, warum sie so wütend ist. Und verzweifelt. Vielleicht, aber ich glaube, wütend ist einfach ihr normaler Zustand. Ich lass dich wissen, was ich im Versandzentrum finde. Siehst gut aus, Spidey. Leute, wir müssen nochmal über diese Livestream-Egomanin sprechen. Screwball. Schlimm genug, dass sie in ihrer Show den narzisstischen Spider-Man glorifiziert. Aber ihre sogenannten Shows bringen auch hart arbeitende New Yorker in Gefahr, nur damit sie Follower bekommt, was immer das heißt. Merkt denn niemand, dass sie mit ihren lächerlichen Aktionen nur um Aufmerksamkeit bettet? Kommt schon, Leute, ihr seid doch nicht blöd. Wer ihre Show ansieht, schadet sich einfach nur selbst. Sie fragen, was soll ich sonst machen, Jonah? Ich weiß es. Schalten Sie meine Show ein, denn die Wahrheit kann niemals schaden. Verdammt, das ist gut. Schreib das auf, Jared. Das nehmen wir für die nächste Promo. Er ist hier! Bewegung! Hey! Warum wollt ihr schon gehen? Ihr scheint es wirklich eilig zu haben. Das hat doch wohl nichts mit dem ganzen Diebesgut da hinten zu tun, oder? Das ist sicher alles nur ein riesiges Missverständnis. Die Polizei kommt gleich und hilft euch, die ganzen Sachen zurückzugeben. Ihr bleibt hier, ich helfe euren Freunden. Ich muss den anderen Laster einholen. Er ist auf dem Dach! Oh nein, du hast mich! Schön, du hast gewonnen! Und dein Preis ist eine einfache Fahrt nach Breakers. Okay, noch zwei. Was zur Hölle ist das? Ein Jet? Hey, kümmert, wir müssen hier raus! Nein, nein, nicht der Park! Sie schießt auf uns! Was du nicht sagst, fahr schneller! Sorry, Leute, macht Platz für übertrieben laute Fahrzeuge! Wenn ihr Typen früher angehalten hättet, wäre das hier jetzt gar nicht nötig! Was machst du denn? Du machst alles nur schlimmer! Überlass die restlichen Typen mir! Nein, sie dürfen mit den Sachen nicht entkommen. Na toll, noch mehr von denen. Solltet euch wirklich einen anderen Job suchen. Aber vielleicht stimmt ja eure Work-Life-Balance. Wer weiß das schon?
Insel. Bin gespannt, was Jameson dazu sagen wird. Das Table her. Ich soll dir helfen, oder? Okay. Eine weniger. Nur damit es wirklich klar ist, ich versuche gerade dir zu helfen. Weg da! Klar, sobald ich die restlichen Drohnen ausgeschaltet habe. Hey Sable, du hast freie Bahn. Ich nehme mal an, Schweigen bedeutet auf Symkarianisch Danke. Okay, jetzt zum letzten Laster. Wenn ich rede, bin ich tot. Also tu, was du tun musst. Hey. Hör mal, wir wollen doch beide das Gleiche. Gemeinsam können wir ihn finden. Glaub mir. Okay. Wir arbeiten zusammen. Wie Partner. Ja, Partner. Also, du meldest dich? Sie ist zu 77% kein Roboter. Achtung, alle Einheiten, Körperverletzung. Das klingt nicht gut. Ich sehe lieber mal nach. Hammerheads Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Wer zum Teufel bist du? Du bist erledigt, Spider-Man! Achtung! Holt ihn auf! Wie Fische in einem Fass! Hey, du musst mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja, ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Symkarier bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich habe gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja, diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen. Wo sie hin sind... Keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Hey, MJ. Peter, du musst nach Soho und einen Hinweis überprüfen. Eine meiner Knastquellen hat erzählt, dass Hammerheads Jungs immer in dieselbe Pizzeria gehen. Vielleicht kannst du sie verfolgen und Hammerheads Lager finden. Weißt du, ich hätte gern mal ein Telefonat, bei dem wir uns von unserem Tag erzählen. Wie normale Leute. Okay. Also, Schatz, wie war dein Tag? Ja, Sable und ich haben Schurken erledigt. Ihr arbeitet also doch zusammen. Theoretisch. Ihr beide müsst das irgendwie hinkriegen. Hammerhead ist zu stark für einen allein. Meine Quelle hat auch noch gesagt, dass Hammerhead sich mit dem Projekt Olympus Zeug, ich zitiere, noch weiter verbessern will. Noch weiter? Er war doch schon ein Panzer auf Beinen. Genau das ist es ja. Ihr beide müsst ihn aufhalten, bevor er unaufhaltbar wird.
Hier sind zu viele Menschen. In diesem Outfit kann ich mich nicht unauffällig nähern. Vielleicht ohne den Anzug. So, ich bin ein ganz normaler New Yorker. Hey, ich glaube, der Laden wurde neulich im Bugle empfohlen. Kein Wunder, dass es so voll ist. Meins oder deins? Meins. Ja, was gibt's? Okay, sag ihm, wir sind unterwegs. Hey, los, wir müssen was für Tony erledigen. Jetzt? Aber wir sind gleich an der Reihe. Ich weiß. Jetzt komm. Etwas für Tony erledigen? Das müssen Hammerheads Leute sein. Ich bleibe dran, aber nicht zu nah. Also was sollen wir für Tony machen? Seinen Laptop holen. Er ist in seinem Auto. Dein Ernst? Warum kann er das verdammt nochmal nicht selbst machen? Der Boss hat vermutlich Wichtigeres für ihn zu tun. Verfolgt uns jemand? Bleib cool, Pete. Bleib cool. Wohl nicht. Wo ist der Boss überhaupt? Weiß ich nicht. Aber Tony vermutlich. Er ist dicke mit dem Boss. Tja, verdammter Tony. Mann, ich sollte dicke mit dem Boss sein. Okay, klar. Hey, kommt dir der Typ bekannt vor? Oh, es gibt ein neues Katzenvideo. Das muss ich mir sofort ansehen. Nee, die sehen doch alle gleich aus. Und er ist mit dem Boss auf die Falle für diese Sable-Tussi gekommen. Als ob das je klappen würde. Ich weiß nicht. Für mich klingt der Plan gut. Und mit ihr kriegen wir auch ihr restliches Zeug. Also, du bist jetzt auf Tonys Seite? Ist ja ganz toll. Pass auf, ich muss mit Sal reden. Sorg dafür, dass wir kurz ungestört sind. Ja. Mist. Verdammter Tony. Ich muss näher ran, wenn ich was hören will. Wenn ich nicht neben sie komme, komme ich vielleicht über sie. Ich muss außer Sicht. Kann erst Wände hochklettern, wenn ich verborgen bin. Niemand kann mich sehen. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Wenn ich über diese Typen komme, kann ich sie hören. Ich muss zu dieser Gasse. Ich schwör's bei meiner Mutter. Der glaubt, er steigt noch auf. Tja, vielleicht kann er mein Schuhputzer werden. Da sagst du was. Wie auch immer, Tony sagt, er braucht seinen Laptop. Da ist bestimmt allerhand wichtiges Zeug drauf. Naja, Laptops eben. Steht auf Platz C3. Platz C3, hä? Huh? Tonys Laptop könnte mich vielleicht zu Hammerhead führen. Danke. Moment, ich... Interessante Unterhaltung, Jungs, aber ich hab genug gehört. Spider-Man, schaltet ihn aus! Bringt ihn um! Schalten wir den Gang hoch! Nicht den Boden berühren! So ein Mist! Bist du lebensmüde, ha? Vorsicht! Wir verlieren heute! Okay, wo ist der Laptop? Oh, hallöchen, Tonys Laptop. Mal sehen, ob ich ihn hacken kann. Schwuppdiwupp. Er hat eine Finde-mein-Handy-App installiert. Mal sehen, wo du bist, Tony. Hey, Pete. Hallo, Schatz. Wie ist dein Tag? Stressig. Ich recherchiere zu Simcaria. Dann mach ich's kurz. Dein Tipp war ein guter. Ich verfolge einen von Hammerheads Top-Leuten. Wenn irgendjemand weiß, wo Hammerhead ist, dann er. Klasse! Und einer seiner Jungs hat eine Falle für Sable erwähnt. Was das wohl bedeutet? Das bedeutet, dass ein paar Magierschläger sich von einer selbstbewussten, starken Frau bedroht fühlen. Okay. Sorry, Pete, ich will dich nicht abwürgen, aber ich habe eine Deadline. Ja, alles klar. Wir reden später. Da ist Tony. Das sind nicht genug Leute. Wir brauchen das Doppelte. Dann holt sie aus den Basen. Warum muss ich hier eure Arbeit machen? Also gut, wie wär's damit? Ich sage dem Boss genau das, was du gerade gesagt hast. Und wenn das hier schief geht, weiß er, wessen Schuld das ist. Ja, das dachte ich mir.
Das hier ist keine Verhandlung. Ich sage dir, was getan werden muss. Wer ich bin? Wer ich bin? Ist das gerade dein Ernst? Ich komme gern rüber und zeige dir, wer ich bin. Ich will keine Ausflüchte und Entschuldigungen. Ich will, dass du die Klappe hältst und deinen Job machst. Warum ich wütend werde? Da drüben! Das war's mit dir. Hey, Spider-Man. Wenn du diese Sable-Vibe siehst, sag ihr, mein Boss möchte sie sprechen. Kann ich machen. Aber sie hört mir nicht zu. Oder irgendwem. Gib mir die Adresse. Warte, woher? Wie? Die Adresse! Colexco-Gebäude. Auf dem Dach. Nein, warte! Das ist eine Falle! Sable, du läufst in eine Falle! Das ist mir egal, solange Hammerhead dort ist. Du verstehst das nicht. Ich versuche, dich zu beschützen. Ich kann mich selbst beschützen. Normalerweise schon. Aber Hammerhead nutzt dein Projekt Olympus-Zeug. Ich weiß. Dann weißt du auch, dass er sich zu einer Art Frankenmonster gemacht hat. Und deshalb muss ich ihn aufhalten. Aber nicht so, indem du in eine Falle läufst. Ach, Sable, was machst du denn? Gerne nur zuschauen, aber das wäre kleinlich. Okay, wie kriege ich sie hier wieder raus? Okay da drin, Sable? Oder lieber Silber? Oder was anderes? Was ist das? Halt still, ich kümmere mich um die anderen. Kapiert? Halt still? Sei still. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass es den Spock geschafft. Okay, jetzt lass uns verschwinden. Nein. Wenn wir bleiben, wird Hammerhead herkommen. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Da oben! Positionswechsel. Kümmere dich nicht um mich, mach einfach so weiter. Einsatz. Komm runter!
Dankeschön. Ein paar mehr davon und er ist erledigt! Können wir jetzt bitte gehen? Das war's für dich, Spende. Zwei auf einmal. Ein Glückstag. Du lebst. Dachtest du wirklich, ich wäre tot? Aber wie hast du mich gefunden? Genau wie sie. Vorsicht. Sie vertraut niemandem. Wie lange beobachtest du mich? Uns schon. Lang genug, um zu wissen, dass das nichts wird. Hammerhead ist zu stark geworden. Glaubst du wirklich, ich habe eine Wahl? Hier. Moment. Ist das... alles, was du wissen musst über das hässliche... Ding. Was ich getan habe, tut mir leid. Aber jetzt sind wir quitt. Nur eins noch. Sein Kopf ist nicht so stark, wie man denkt. Tschüss, Felicia. Mal sehen, was da drauf ist. Hallo? David, ich bin Spider-Man. Ich glaube, ich habe die Hilfsgüter gefunden, die nach Zunkaria sollten. Sehr gut. Kannst du mir den Standort checken? Tja, da ist nur ein Problem. Sie könnten in gesicherten Basen sein, bewacht von bionischen Irren mit futuristischen Waffen und unzerstörbarer Rüstung. Ja, das ist ein Problem. Wie wär's? Ich schau mir das erstmal an und melde mich wieder. Danke, Spider-Man. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Muss mich bei MJ melden. Peter, bist du okay? Es wurden Bilder von dir und Hammerhead gepostet. Und von Sable. Und Black Cat. Normalerweise bringt sie Pech. Diesmal nicht. Ich wusste, dass sie noch lebt. Was hat sie da gemacht? Mich gerettet. Und Tipps zu Hammerheads Verstecken gegeben. Er lagert die gestohlene Sable-Technologie unterirdisch. Was? Wie? Das will ich gerade herausfinden. Und Sable retten, wenn sie noch lebt. Hör zu, ich habe mich weiter mit Zunkaria beschäftigt. Das ist eine große Story und ich finde, ich muss dabei sein.
Mein Boss auch. Moment, du willst nach Symcaria? Wann? Heute Nacht. Die Situation dort entwickelt sich rasant. Du und Sable kümmert euch um Hammerhead. Du brauchst mich nicht. Dass ich dich nicht brauche, heißt nicht, dass ich dich nicht brauche. Süß von dir, aber hör zu. Andere Länder ignorieren die Krise, auch unseres. Die Leute dort sind hilflos, allein, mitten in einem Kriegsgebiet. Wenn ich das alles dokumentiere und die ganze Welt das erfährt, könnte das etwas ändern. Und vielleicht Leben retten. Du bist eine wahre Heldin. Aber dass du in ein Kriegsgebiet fährst, macht mir Sorgen. Vertraust du mir? Das weißt du doch. Dann ist alles gut. Ich muss nach Hause und packen. Ich rufe dich morgen an, wenn ich dort bin. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch.